Moin Moin und herzlich willkommen bei mir wieder auf dem Kanal. Heute möchte ich euch meine Fräse vorstellen, die ich bei Lidl bestellt habe. Und ich würde sagen, die ist gerade angekommen. Wir packen die mal gemeinsam aus. So, hier haben wir das Paketchen. Wenn wir das mal aufmachen. So. Ach, da ist der Karton. Immer schön noch eine Werbung mit drin gepackt hier. Die Rechnung, alles klar. Ja. Gucken wir mal noch. So, hier haben wir sie, die gute von Parkside. Warum habe ich mich für diese entschieden? Ja, ganz einfach, für 30 Euro kann man nicht verkehrt machen und für das, was ich mache, reicht die vollkommen aus. Ich muss da jetzt keine von irgendwelchen namhaften Herstellern haben, weil ich bin mit Parkside eigentlich sehr zufrieden. Ich habe viele Sachen von Parkside und kann da echt nicht meckern drüber. Also top Qualität, was die haben. Jetzt werde ich mal mit euch den Karton öffnen und mal reingucken. Ja, was hat sie? Das ist eine Oberfräse. Steht hier irgendwo, wenn wir meine Brille aufsetzen. Da. So. Inklusive 6 Frässätze sind mit bei. Passend für handelsübliche Fräser mit 6 oder 8 mm Schaft. So. Anschlussleistung 1200 Watt. Eine Leerlaufdrehzahl von 11.000 bis 30.000. Frästiefe 55 mm. Ja, Werkzeugaufnahme von 6 bis 8 mm. Na siehst du, dann gucken wir mal rein. Da haben wir das gute Stück auch schon. Erstmal die Bedienungsanleitung. Die haben wir hier schon mal. Aber ich drehe den mal so. So, nehmen wir sie mal raus und gucken uns die mal an. Das ist hier erstmal für einen Staubsaugeranschluss. Dann haben wir hier noch einen Adapter für den Staubsauger, das Werkzeug. Die ist eine Aufnahme, denke ich mal, wird das hier sein. Hier. Und eine Führungsschiene, falls man mal Kanten fräsen möchte. Und hier haben wir die Fräsaufsätze, wunderbar, genau die habe ich jetzt gesucht, da haben wir sie. So, hier können wir, genau, für eine Nut fräsen, nochmal eine Nut und dann Abschrägung können wir hier, ich zeige euch einfach mal, hier, da Nutfräser, noch ein Nutfräser, hier auch nochmal einer, hier ist für die Kante, der ist auch für die Kante, so wie das aussieht hier. Muss mal aufgucken. Ja, also ich habe hier 1, 2, 3 für die Kante und 3 für Nutfräsen. Also was man jetzt zum Beispiel auch ja, irgendwelche Buchstaben oder sonst irgendwas drin fräsen möchte im Holz. So, da haben wir sie. Hier haben wir die Führungsschienen mit dazu. Ist ja auch klar. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Wie wird die eigentlich gehandhabt? Also hier ist es schon mal nicht verkehrt. Also ich muss mal gucken, wo kann man die denn überhaupt hochstellen. Aha. Da, okay. Hier. Also der Hebel hier. Naja, was hier so ein bisschen hakelig ist, ist die geht nicht so leicht runter. Vielleicht wollte man sie auch mal ein bisschen ölen oder so. Ich weiß es ja noch nicht. Das sind die Schrauben für die Führungsschiene hier.
die Beeren. Hier haben wir den, aha, wozu der ist, weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Was sagt der für ein Ding hier? Weiß ich noch nicht. Ach, hier. Okay. Okay. Dann können wir hier festziehen. Okay. Also, die, an der Kante hier können wir dann nochmal runterklicken. Hier sind immer diese, was sind das hier? Einmal 25, 20, 15, 10 und 5 mm. Und dann auf 0. Hier unten ist 0. Noch ein. So. Jetzt haben wir 0. Hier kann ich aber nochmal feinjustieren, so wie es aussieht hier. Ja, ja, genau. Hier kann man nochmal feinjustieren, einwandfrei. Hier ist der Feinjustierer. Kann man das sehen? Hier, also kann man hier erstmal losschrauben. Erstmal grob einstellen. Und dann hier oben drehen, da kommt hier der Stift raus, wo man dann fein justieren kann. Finde ich schon mal ganz gut. Man kann hier oben die Drehgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit von 1 bis 7 einstellen. Auch schon mal nicht verkehrt. So, das ist das Futter zum Sperren, denke ich mal. Genau, hier sperrt man den. Dann kann man den Kumpel da rein machen. Genau, so. Alles klar. Gut. Dann gucken wir mal. Machen wir einfach mal ihn drin, wa? Gucken wir mal, wie das befestigt wird, die ganze Angelegenheit. So, einmal schrauben drin. Das ist jetzt eigentlich egal, welchen wir dann da nehmen. So, richtig rein bis zum Anschlag. Okay, da ist aber Anschlag. So, richtig festziehen. Okay, jetzt hier runterdrücken. Und dazu hat man ja den Schlüssel dafür. Den Weg mal hier rausnehmen, damit man das auch wirklich richtig festmachen kann, nicht dass der sich löst. Ich weiß nicht, ob der sich überhaupt lösen kann bei der Geschwindigkeit, aber man sollte ja lieber auf Nummern sicher gehen. So, und richtig festziehen, genau. So, jetzt ist er richtig festgezogen. Jetzt können wir das mal hier runterfahren. Da sagt, da ist 0. Wir schrauben den mal richtig hoch. So, dass er wirklich 0 ist. So. Jetzt könnten wir anfangen mit Fräsen, alles klar. Hier ist der, okay. Also man muss hier drauf drücken. Wie gesagt, für mich ist es auch so Neuland erstmal. Drauf drücken hier und dann kann man losfräsen. Ja, feststellen, also runter und festdrehen, zack, dann bleibt es in der Position, finde ich sehr gut, schon mal, lässt sich hier erstmal schon mal gut rüberschieben, die Fläche hier unten ist auch extrem glatt, auch sehr gut, finde ich dort, ja, also ich würde sagen, bevor sie, also nächste Video wird sein, wenn ich es in Betrieb nehme und dann werden wir mal die Geräusche erstmal hören, wie laut es so und wie sie arbeitet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!